In diesem Sumpf lauert ein Spitzenpredator. Das ist der Giganotosaurus. Dieser kann Fleischbrocken aus lebenden Zielen rausbeißen, um diesen Ausdauer zu entziehen. Ah, wie ulkig wir laufen. Das ist ja witzig. Das wird wahrscheinlich nur als Baby so aussehen. Vorne ist aber irgendein anderer Fleischfresser. Vielleicht ist das ja einer meiner Art und wir können zusammenwachsen. Ich glaube, das ist genau der gleiche, ne? Wie ich. Nur schon ein bisschen größer. Ich glaube ja. Dann sind wir schon mal nicht mehr alleine. Direkt einen Freund gefunden. Das hier ist übrigens eine neue Giganotosaurus-Mod. Die ist heute rausgekommen. Oh, hinter uns ist was anderes noch. Ja, also heute heißt für euch wahrscheinlich vor ein paar Tagen. Weil das Video nicht an dem Tag rauskommt, wo ich es aufnehme. Oho. Warum will der denn Stress? Ist das nicht auch ein Giga? Ich tue mich da echt schwer, die auseinanderzuhalten. Aber diese dünnen Beinchen passen irgendwie gar nicht zu dem dicken Körper. Konnte jetzt auch schon einige Attacken lernen. Unter anderem haben wir jetzt einen Biss. Wenn man den öfter trifft, dann wird der Blutungsschaden und der Schaden von dem Biss gesteigert. Außerdem haben wir einen aufladbaren Biss. Der macht mehr Schaden, je länger er gehalten wird. Und macht auch Blutungsschaden. Dann haben wir noch einen Schweifhieb. Und eine Klauenattacke. Und einen nach vorne stürmen. Das will ich jetzt aber nicht aktivieren, weil das 3 Minuten Cooldown hat. Das werdet ihr gleich noch im Kampf sehen. Also da stürmen wir nach vorne und attackieren alles auf dem Weg, wo wir durchstürmen. Mittlerweile sieht das Laufen auch nicht mehr ganz so ulkig aus. Weil wir schon ein ganzes Stück gewachsen sind. Wir können immer noch springen. Aber nur so ganz minimal. Na, wir gehen jetzt erstmal was trinken. Oh, hinter uns ist was. Aber das greift uns nicht an, das ist gut. Na, wir werden beobachtet. Das sitzt da oben auf dem Felsen. Wir können ja mal gucken, ob der friedlich ist. Jetzt haben wir noch einen in der Gruppe. Der ist nochmal eine Nummer kleiner als wir. Ich glaube, das ist auch einer unserer Art. Ich habe jetzt übrigens noch eine neue Attacke gelernt, nämlich ein Stomp. Das ist auch ganz gut. Der macht halt so Flächenschaden unter uns. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht das Baby damit erwische. Deswegen bin ich gerade so komisch zur Seite gegangen. Wir kommen natürlich jetzt direkt zu der Wiese, wo mal so viel los ist. Hier werden wir bestimmt ganz viele andere Gigas treffen. Weil die meisten Leute werden den wahrscheinlich ausprobieren, weil der halt ganz neu ist. Ich glaube, da vorne ist alles voll. Alles Gigas. Das ist halt echt krass, ne? Aber da will ich nicht hingehen. Ist mir zu gefährlich. Ich gehe mal lieber weg. Ich trau den nicht. Kommt lieber mit, meine Mates. Nicht, dass sie uns angreifen. Da haben wir keine Chance gegen.
greifen doch safe an, oder nicht? Die sind friedlich. Hoffen wir es mal. Ja, wie viele das sind. Verrückt, oder? Da kommt noch einer. Blutverschmierte Schnuten, die alle haben. Oh Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Ja, die greifen sich untereinander an. Wir halten uns da raus. Keine Ahnung, was das für ein Gemetzel ist. Oh Gott. Ich glaube, ich will hier weg von dieser Wiese. Sag's euch ehrlich. Ich bin halt noch nicht mal ganz ausgewachsen. Oh, hier ist ein Sauropode. Vielleicht können wir den hier angreifen. Willst du mal gegen den versuchen? Der macht halt schon gut Schaden. Aber Nassera ist auch dabei. Wir haben schon einige Treffer landen können, zum Glück. Oh, Banassera hat Beine gebrochen. Oh, ich auch. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Das war's mit mir. Ja, krass. Ich bin aber auch echt hart hängen geblieben gerade. Ich darf nicht frontal in den Rhein laufen, glaube ich. Und schon bin ich wieder allein. Aber ich glaube, so schlecht ist es gar nicht, weil auf diese Wiese möchte ich nicht. Weil da sind ja nur andere Gigas. Und ich würde halt gern gegen andere Spezies kämpfen und nicht gegen meine eigene. Und das ist mir ein bisschen zu chaotisch da. Deswegen werde ich dann vermutlich eher an Gebiete gehen, wo nicht ganz so viel los ist. Aber erstmal muss ich jetzt wieder wachsen. Wir sind jetzt ganz ausgewachsen und alleine unterwegs. Ich habe auch einen neuen Skin, aber den kann man leider bei dem Wetter nicht so gut erkennen. Zeige ich euch nochmal, wenn die Sonne draußen ist. Oh, hier vorne ist ein Dilo. Weiß ja nicht, ob wir den kriegen könnten. Ich könnte es ja mal mit dem Charge versuchen, den wir haben. Ah, der springt dann einfach darunter. Guck mal, das ist ein Capro. Jetzt kommt er. Ich versuche, den Stampfer zu machen im richtigen Moment. Ja, wir haben ihn erwischt. Er uns zwar auch, aber er macht ja kaum Schaden. Guck mal, da vorne auf dem Felsen, da ist was. Pflanzenfresser. Schläft gerade. Oh. Das war's mit dem Pflanzenfresser. Wurde soeben ins Wasser gezogen vor unseren Augen. Ja krass, dass der Caprosuchus den hochheben konnte. Die waren ja ungefähr gleich groß. Ah, die gehören sogar zusammen, die beiden. Ich glaube, der hat den gerettet. Ich habe ihn auf jeden Fall einmal erwischt mit dem Biss. Na, der ist leider zu flink für uns. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Schweifhieb immer erwischen.
Der ist so hoch halt, der Schweifhieb. Ne, nicht wirklich, ne? Wir erwischen ihn damit gar nicht. Oh, ich habe was anderes hier vorne. Ein Tenno ist es, glaube ich. Aber der Capro geht auf jeden Fall auf den. Ich mach mal den Charge. Den haben wir erwischt. Das ist übrigens so ein Schrei, der uns bufft. Den hatte ich euch vorhin gerade gar nicht gezeigt. Es ist halt immer schwierig gegen schnellere Ziele, als man selber ist. Lass ihn mal hinter mich kommen und stampfe. Na, der Capro kommt. Können ihn echt gut erwischen. Ja, mit dem Schweifhieb weiß ich nicht. Ich glaube, da können wir den Capro nicht gut mittreffen. Da haben die uns gut getroffen. Mit dem Schweifhieb treffe ich ihn nicht. Das ist sehr, sehr doof. Also gegen so kleine Ziele kann ich da nicht viel machen. Vielleicht mit dem Krallenangriff, aber der ist halt auch vorne. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Der Tenno ist auf jeden Fall abgehauen. Ja, ich habe ihn gekrallt. Da kommt noch einer. Es ist schwer, die zu treffen, die Kleinen, weil die so niedrig sind. Na gut, Face-Tanken kann er uns nicht, zum Glück. Der Stampfer hat gesessen. Da kommt wieder der andere. Stampfer. Er rennt weg. Das ist schwer gegen so kleine, schnelle. Es ist wirklich schwer. Und jetzt kommt auch noch ein Raptor dazu. Okay, jetzt sind beide Crocs low. Der Raptor kann mich zum Glück nicht pouncen. Der hat nämlich, also ich habe Anti-Pounce. Also der kann nichts machen. Er will es nochmal versuchen. Und ich stampfe. Ah, er ist leider rübergesprungen. Das Croc kommt. Ich bin fast down. Ja, gegen diese ganzen Kleinen fehlt einem auf jeden Fall irgendwie eine Attacke. Irgendwas fehlt da. Also ich kam nicht gut an die ran. Ich konnte ja auch den Schweifhieb nicht hitten gegen die. Also wenn ihr wisst, wie man am besten gegen so kleine, flache Gegner mit dem Giga hier spielt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das Problem ist halt, die können mich einfach tailriden. Also die können einfach hinten in die Beine rein. Weil wenn ihr mal guckt, der Schweifhieb, der ist halt viel zu hoch. Selbst wenn ich mich bücke, ist der viel zu hoch. Also der Capro wird davon nicht getroffen. Und dadurch können die halt immer in meine Hinterbeine. Und ich kann mich ja auch echt nur langsam drehen. Und die sind ja sauschnell. Ja, und den Stampfer, den kann man halt auch easy dodgen. Der braucht ja auch eine Zeit, bis er castet.
Und den Capro, der ist halt super schnell, ne? Den hatten wir ja selber auch angespielt. Ganz schön fies. Und ich brauchte auch viele Bisse gerade. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal meine Attacken geändert. Nämlich vom Blutungsschaden zum normalen Schaden. Dann wird es den normalen Biss. Der macht mittleren Schaden. Und dann haben wir noch einen Biss. Der hat, glaube ich, 3 Minuten Cooldown. Na, 2,5. Damit können wir ein Stück Fleisch aus dem Gegner rausbeißen. Und der kriegt dann minus 25% Stamina und ein Debuff. Oder bestimmte Spezies bekommen Debuff. Aber das mit der Stamina ist natürlich nice, ne? Da können wir dann einfach mal 25% Stamina vom Gegner verschwinden lassen. Das kann natürlich schon sehr hilfreich sein. Da ist schon wieder sowas Kleines. Ist das ein Zetaco? Ein süßer kleiner Zetaco. Ach, niedlich. Hier könnt ihr dann jetzt auch nochmal den Biss sehen, mit dem man ein Stück Fleisch rausbeißen kann. Danach ist die Schnauze von dem Giganotosaurus auch blutrot verschmiert. Oh, da kommt ein Sauropode. Den können wir auf jeden Fall angreifen. Der ist auch noch nicht ausgewachsen. Den beiße ich direkt jetzt ein Stück Fleisch raus. Dann hat er schon mal Ausdauer verloren. Dann machen wir mal eben unseren Call. Der Raptor will ihm helfen. Oh, das macht viel Schaden. Okay, wir sind rechtzeitig abgehauen, das war gut. Muss ich jetzt der Raptor dann hier wieder einmischen in meinen Kampf. Das ist so typisch. Jetzt facetanken wir ihn. Den sollten wir kriegen. Oh, der Stampf hat nochmal gesessen. Ja, und jetzt haben wir den Raptor wieder am Sack. Und werden wahrscheinlich sterben an dem. Na super. Aber da ist auch ein Kollege von uns. So wie es aussieht. Der Raptor holt sich Ausdauer. Und er kommt wieder. Ich habe ihn getroffen. Er ist jetzt auch low. Ich habe ihn aber nicht gewone-shottet mit dem Biss. Krass. Ich habe halt gar nichts mehr an Leben. Aber ich finde, wir haben jetzt auch gerade wieder viel zu wenig Schaden gemacht. Also es war ja noch ein kleiner Sauropod, der war ja nicht ausgewachsen. Und wir haben echt lange gebraucht, um den zu killen. Also richtig, richtig viele Bisse. Und dadurch, dass wir nicht mal irgendwie Bone Break oder irgendwas haben, wir können ja wirklich einfach nur Blutungsschaden machen oder halt normalen Schaden, da fühlt sich das schon irgendwie echt schwach an. Also ich bin echt unterwältigt von dem neuen Giga. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich die falschen Abilities gelernt habe oder halt irgendwie im Kampf nicht richtig mich anstelle, also irgendwie die falsche Taktik benutze im Kampf oder sowas. Oder vorne ist was. Könnt ihr ja gern mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da schon Erfahrung mit dem habt, wie man es mit dem richtig anstellt. Weil ich bin bis jetzt wirklich unterwältigt.
Guck mal, das ist auch einer von unserer Art. Ein kleinerer. Brauchen wir jetzt ein Erfolgserlebnis? Oh yeah. Oh, der Charge hat nicht getroffen. Schade, schade. Der kann halt easy wegrennen, oder? Oder bin ich schneller? Es tut mir leid, Kleiner. Ich brauche ein Erfolgserlebnis. Und totgestampft. Wie er gequietscht hat. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich sehr, sehr schlecht. Das soll es jetzt aber auch mit dem neuen Giga gewesen sein. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, falls euch das Video gefallen haben sollte. Abonniert gerne den Kanal, aktiviert die Glocke. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt gerne einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.